Werft bitte eure Hoffnung nicht weg. Seid euch eurer Kraft bewusst, jeder Einzelne. Das, was wir heute in Österreich vorfinden an Ungerechtigkeiten, dahinter stehen rote und schwarze Politiker. Das ist nicht Gott gewollt. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Jeder Einzelne von euch kann mit seiner Kraft einen Beitrag leisten, seine Freunde wachzurütteln, seine Familienmitglieder wachzurütteln, seine Arbeitskollegen wachzurütteln, sie zu überzeugen, am 29. September hinzugehen zur Wahl, nicht zu Hause zu bleiben, weil da ändert man nichts. Nicht wieder Rot und Schwarz wählen, weil da wird alles im negativen Sinn fortgesetzt werden, sondern hinzugehen und uns Freiheitlichen die starke Stimme zu geben, damit es einen österreichischen Schutzmechanismus in Zukunft durch uns geben kann, liebe Freunde. Und genau darum geht es. Bei immer mehr Österreichern sind wir die Hoffnung der Zukunft. Bei immer mehr Österreichern, die ich treffe, die sagen, ja, sie sind unser Kanzler, den wir uns wünschen. Ja, der Kanzler der Herzen, den wir wollen. Wir können es erreichen und wir können es schaffen. Wenn man uns auch die Kraft dafür gibt, dann werden wir in unserer Verantwortung auch den Bürgern die Macht zurückgeben. Weil ich sage, mir geht es nicht darum, dass wir als Partei Macht haben, sondern ich will dem österreichischen Volk, der österreichischen Bevölkerung die Macht zurückgeben durch direkte Demokratie, die man euch genommen hat und über euch drüber walzt. Freunde, Ärmel aufkrempeln, jetzt geht's los, 4 Wochen bis zum Wahltag. Wir gehen's an und wir haben ein klares Ziel. Am 29. September wird es einen Gewinner geben, nämlich Österreich zuerst mit der FPÖ. Österreich! 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 Packt mal's an, ich bin stolz auf euch. Es lebe unsere Heimat. Krieg auf!